Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder mit Blood Bowl 2 und ich zeige euch mal ein Replay. Das habe ich, während ich bei Twitch gestreamt habe, aufgenommen. Und das war ganz gut. Ich habe mir jetzt hier ein eigenes Team nochmal gemacht, wo ich in dieser großen Liga spiele, der NAF oder irgendwie so, offiziellen Liga. Hier habe ich diverse Charaktere mit Namen. Wer einen Namen haben möchte, kann gerne schreiben. Der kriegt dann in meinem Team auch einen Namen. Wir haben hier den Lukas, wir haben den Phil. Wir haben Dominio, wir haben Fox und wir haben den Daniel. Wir haben auch noch den Dennis, also aka Techno. Der ist nicht da, der ist auch nicht da, der ist nicht hier. Der ist unser Minotaure. Und der ist leider verletzt, ist in der Runde ausgefallen. In dem Spiel davor wurde er verletzt und konnte jetzt an dem Spiel nicht teilnehmen. Deshalb hatten wir jetzt einen, habe ich mir einen kleinen noch dazu geholt. Das wird eine schnelle Runde. Aber das werdet ihr dann sehen. Am Anfang habe ich ja immer sehr, sehr viel Pech. Kennt man ja von mir. Ich würfel immer nur schlechte Sachen, nicht so gute Sachen. Ist halt leider so. Ich habe halt nicht sehr viel Glück bei dem Spiel. Aber naja, gut. Egal. So ist es halt. Hier trifft Dominik auf den Minotaurus und wird auf die Matte gelegt. Liegt da und er sieht die Sternchen. Er macht erstmal zwei Runden Haya Haya. Das heißt, mit Dominik kann ich erstmal nichts mehr anfangen. Der schläft. So, da liegt der zweite schon und macht Haya Haya. Also, das läuft gerade gar nicht so gut für mich. Der hat ganz gute Würfe. Hat jetzt seinen Wiederholungswurf verbraucht, indem er hier den Wurf, weil er ihn nicht aufheben konnte, nochmal wiederholt hat. Hier ist nur ein Schieben bei rausgekommen. Ja, also insgesamt sieht es am Anfang gar nicht so gut für mich aus, weil ziemlich viele Spieler doch tatsächlich liegen und zwei davon halt auch schon lange liegen. Oder etwas länger liegen. Somit ist die mittlere Lane schon ziemlich frei. Da muss ich natürlich gegenhalten. Ich werde mir schauen, dass ich da einen Weg finde. Ich mache immer ziemlich riskante Aktionen. Werdet ihr hier wahrscheinlich auch noch sehen. Ich weiß nicht, ob ich das hier mache, aber hier kommen noch einige Aktionen zustande. Die re relativ riskant sind und doch Erfolg bringen. Hier sieht man wieder mein Glück. Ich habe nur Schieben bekommen. Somit hat sich das Blitzen an sich nicht gelohnt. Hier gehe ich direkt auf den Ziegenbock mit dem Ball und arbeite mich da rein. Habe dann aber später auch gesagt, gleich danach, dass das wohl nicht so die kluge Entscheidung war, weil. Gut, ich stehe jetzt zwar da dran, aber ich stehe komplett umzingelt von den ganzen anderen Gegnern, gegnerischen Spielern. Das ist natürlich ungünstig. Da sieht man, was ich für ein Pech habe mit den Würfeln. Da habe ich nochmal genau das gleiche gewürfelt und beide Spieler liegen. Mein Zug ist zu Ende. Ja, ich habe nicht so viel Glück, es ist halt einfach so. Aber ich komme übers Late Game. Da hat er auch nicht so viel Glück gehabt. Mein Vorteil war, er hat ihn jetzt komplett aus dieser Zone rausgeschoben. Ist natürlich gut. Bringt mir sehr viel. Weil dadurch steht meiner nicht mehr mittendrin. Und da liegt schon der nächste, der nicht mehr aufsteht so schnell. Und da wollte er laufen. Hat nicht geklappt. Er macht seinen Wiederholungswurf, hat jetzt keinen mehr und hat es da nochmal nicht geschafft. Zug für ihn beendet, wir sind dran. Ja, Chaos gegen Chaos bin ich grundsätzlich kein Fan von. Ich finde das langweilig, wenn zwei Rassen, also zwei gleiche Rassen aufeinandertreffen. Aber ich habe halt kein Glück, was meine Gegner angeht. Scheinbar wollen alle Chaos spielen, das heißt, ich werde vielleicht auch nochmal umsteigen. Werde mir eine Rasse nehmen, die nicht so überrannt ist. Kann ja mal die Zwerge ausprobieren. Ich weiß nicht, ob die sowieso stark überrannt sind, aber zu Blood Bowl 1 Zeiten waren sie nicht überrannt.
So, da haben wir den ersten Toten bei den Gegnern. Und der liegt. Tja, da hat Daniel vollen Einsatz gezeigt und hat den Typen auf die Hörner genommen und gleich noch damit aufgespießt. Sehr gute Aktion von Daniel. Er hat nichts gemacht, er hat keinen Apotheker, konnte nichts dagegen machen, da liegt der Tote. Daniel, seine Beute, die wird er sich wahrscheinlich denn am Ende des Spiels noch einheimsen, mitnehmen nach Hause und wird sich damit ein kleines Ziegenkotelett machen. Möglicherweise den Kopf auch an der Wand aufhängen. Und dann geht's natürlich weiter. Ich möchte natürlich mich auch mit den Großen hier anlegen, wenn ich schon alles drum stehen habe um den Dicken. Dann versuche ich das natürlich. An den Ball ranzukommen war gerade fast nicht möglich, deswegen habe ich es glatt sein lassen. Und lasse jetzt den Gegner machen. Der Gegner hat keine Wiederholungswürfe mehr und hat auch keinen Apotheker, der seine ja, Spieler retten kann. Somit hat er hier schon mal einen gewaltigen Verlust gemacht, der Herr. Der Herr Forwardhorn. So, er will auf jeden Fall die aggressive Schiene fahren. Nimmt jetzt einen von meinen Spielern auf die Hörner. Beziehungsweise auf das Horn. Sein anderes Horn ist ja abgebrochen, so wie es aussieht. Aber er liegt nur. Das ist nicht so schlimm. Alles noch okay. Jetzt versucht er hier an der Seite durchzubrechen. Vollkommen legitim, hätte ich auch so gemacht. Aber er steht nicht günstig. Das zeige ich ihm auch schnell, dass er nicht so günstig steht. Und leg erstmal einen von seinen auf die Bretter. Beziehungsweise der Phil hat zugeschlagen. Und hat einen auf die Bretter gelegt. So, und jetzt kommt der Herr mit dem Ball. Und der wird auf die Hörner genommen. Und ist verletzt. Da bleibt er liegen. Der steht nicht mehr auf. Was hat er denn? Eine schwere Verletzung. Keine langfristige Auswirkung. Das ist doch okay. Der Herr wird also in der nächsten, im nächsten Spiel wieder dabei sein. Hier habe ich den Wiederholungswurf nicht benutzt. Der Ball fliegt hin und her. Das ist Blood Bowl. Das ist Blood Bowl. Ihr seht, 50% Fangchance von ihm, 33% Fangchance von ihm. Und man sieht, der Ball fällt und fällt und fällt und fällt und bleibt einfach nicht in irgendeiner Hand. So, wir kloppen uns weiter durch. Und da liegt er. Er sieht die Sternchen. Sehr gut. Wir heben wieder unseren Spieler auf. Und bewegen schon mal einen weiter raus. Warum, ist ja wohl klar. Auch wenn die Ziegenböcke nicht allzu gut im Werfen und Fangen sind, versucht man es doch trotzdem. Und da geht er zu Boden. So, der Weg ist geebnet. Jetzt muss man nur noch ein bisschen weiter Platz schaffen. Und was Platz schaffen angeht, da haben wir ja unsere Spezialisten. Oh, da ist er gefallen. Da ist er gefallen. Ja, der Fox, der kann halt gut Platz schaffen und räumt halt einfach auf. Alles, was ihm im Weg steht, das schlägt er um und dann ist gut. So, jetzt ist er wieder dran. Er schiebt meine Spieler so ein bisschen hin und her. Weiß selbst nicht so genau, was er machen soll, denn der Ball ist von meinen umzingelt. Sehr viele Bewegungsfreiheiten hat er nicht. Er versucht jetzt mit seinen Minotaurus was zu machen und die Aktion bringt ihm gar nichts. Beide Spieler liegen, die Runde ist beendet, ich bin wieder dran. So, das nutze ich vor, versuche ich mir zumindest zu nutzen, zu meinem Vorteil. Habe auch mit meinem Wurf Glück. Und schickt den nächsten auf die Bretter. Da hat der Dominik seine Kummerkelle ausgepackt. Das ging doch schneller als gedacht. So, Herr Ziegenbock hebt den Ball auf, läuft durch und möchte einen Pass werfen, ist leider zu unfähig, hat es nicht geschafft. Nicht so schlimm. Daniel steht da, weiß gar nicht, was los ist. Der Ball kam nicht an, kann es einfach nicht verstehen. Er kann es nicht verstehen, man sieht es in seinen Augen. Er denkt sich, er sieht den Ball und denkt sich nur noch, was zum Teufel ist da schiefgegangen? Ja,
Wir haben auch Leute, die können leider nicht so gut werfen. Das hat man gerade gesehen. Das passiert ganz schnell. Somit war die Runde für mich zu Ende. Ich hätte viele Aktionen machen können, habe keine Aktion davon machen. Ja, konnte keine ausführen, da es mir einfach gefehlt hat. Ich sehe gerade, der hier hat hier eine ganz spezielle Hornbemalung, und zwar in Orange. Der Minotaurus steht wieder und möchte zuschlagen. Er schlägt zu. Und schickt unseren Ziegenbock auf den Boden mit Knochenbrecher. Er ist gelähmt. Das hätte schlimmer ausgehen können. Wir haben Glück gehabt. Wir gehen beide auf die Bretter und somit ist seine Runde beendet. Ich bin wieder dran. Ja, jetzt ist der Weg so ziemlich frei. Einer steht noch hier. Er hat den Ball nicht gekriegt. Daniel hat den Ball nicht aufgehoben. Daniel, was ist da los? Ja, somit war unsere Runde schon zu Ende, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat. Der Daniel hat es gerade verkackt. Und dafür wird unser Team bestraft. Einer von unseren Ziegenböcken wird auf den Boden gelegt. Ich benutze natürlich den Apotheker, um diesen Ziegenbock zu retten und in den K.O.-Modus zu schicken, statt ihn in den gefährlichen Verletzungsstatus zu belassen. Denn hätte er einen Malus gehabt, der ihn quasi bei jedem Verletzungswurf plus 1 gegeben hätte. Das heißt, der Gegner hätte, wenn er, was weiß ich, 6 gebraucht hätte, nur 5 würfeln müssen und meiner wäre verletzt gewesen. So. Der Gegner versucht sich den Ball zu erheimsen, zu erhaschen, hat es nicht geschafft, hat Daniel zur Seite geschubst. Daniel steht da. Behält das Spektakel im Auge und man sieht, der Gegner hat es nicht geschafft. Jetzt sind wir dran. Da geht der Herr Einhorn auf den Boden. Der Phil hat zugeschlagen. Und der Herr Einhorn steht nicht mehr auf. Wir blitzen jetzt den anderen Ziegenbock vom anderen Team jetzt weg. Damit unser Ball frei liegt. Nehmen uns Daniel. Daniel kriegt den Ball. Und wir verziehen uns so weit weg, wie es geht, damit er mit keinem von seinen Ziegenböcken dort rankommen kann. Schlecht war es von mir, dass ich nicht hinterhergelaufen bin, sodass der hier in der nächsten Runde aufstehen kann und wahrscheinlich dann auch hinterherläuft. Dennoch versuche ich hier jetzt ein bisschen Kontrolle aufs Feld zu kriegen. Er hat versucht, ihn zu treffen, hat er nicht geschafft. Die Kontrolle ist, die Kontrolle habe ich jetzt. Er muss mit dem Minotaurus irgendwie durchkommen, macht er nicht. Er schlägt lieber drauf. Soll er tun. Aber unser Lukas ist hart im Nehmen. Der lacht doch darüber. Egal wie groß der Zickenbock ist. Egal wie groß der Minotaurus ist. Das stört ihn gar nicht. Jetzt möchte der Herr hier unseren Spieler mit dem Ball blitzen. Geht zu Boden und ist auch noch verletzt. Das war zu viel für den Spieler. Das war zu viel für den Trainer. Der Trainer sagt sich, das war's. Die Runde ist beendet. Meine Spieler sind alle im Arsch. Einer tot, 2 verletzt. Ich mache hier nur noch Minus. Ich gebe auf. Ja, das war unsere Blood Bowl-Runde. Hat mir jedenfalls sehr viel Spaß gemacht und man sieht hier sehr gut, meine Spieler haben Punkte bekommen, seine haben keine bekommen. Dadurch, dass er aufgegeben hat. Hätte er weitergespielt, hätten seine Spieler mitunter noch Punkte gekriegt, wenn sie nicht totgeschlagen worden wären von meinen Spielern. Ja, wir haben gute Zahlen gemacht. Phil hat das Spiel hier mehr oder weniger dominiert, so wie es aussieht. Und der Glenn Snowgore gleich mit. Ich weiß nicht, welche davon den jetzt die 5 Punkte gekriegt haben, diese Punkte, wenn man bis zu Ende durchspielt. Tut auch nichts zur Sache. Wir waren die Stärkeren. Wir haben gewonnen. Wir haben mit den Mutant Goats den Boden aufgewischt. Oder er verdreckt mit Blut. Das ist Blood Bowl. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Viel Spaß. Lasst mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Kommentieren nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Seid dabei, wenn wieder was Neues kommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got a cliffhanger. Oh, oh, oh. I've been watching too much for sure. I got a cliffhanger. Oh, oh, oh. I got an open end, give me some more.